Hallihallo, Hallöchen, willkommen wieder bei der lieben Poru-Post hier. Heute mit dabei der liebe Bob. Hallo. Der liebe Bob hat leider ein leichtes Handicap. Naja, Handicap kann man nicht direkt sagen. Mit der Hand hat es nämlich nichts zu tun. Ja, ich habe hier meinen Tee. Mich nebenbei ganz gemütlich trinken und oh Gott. Ihr könnt euch denken, also ich zeig euch mal gerade, was ich im Briefkasten habe. Jetzt geht's los. Wow. Da, guckt da hin, ne? Und jetzt wisst ihr, sobald ich das vorlese, wie die Reaktion von Bob ist. Aber das heben wir uns ganz gemein fürs Ende auf. Ist klar. Ich sehe ja eh nicht, was los ist. Deswegen ja. Sei froh. Ihr habt mir wieder fleißig gelesen. Übrigens, also wenn ich reingeguckt habe, bedeutet das so viel, was dass ich nachgucken wollte, meinetwegen, wenn ich hier so ein Betreff ist, Snack oder Hallo YouTube, dass ich einfach gucken möchte, ob das wirklich nur Trolling ist oder sonst irgendwas ist, ne? Lolololololol. Ich würde sagen, wir fangen mal an und dann kannst du immer deinen Senf dazugeben, Bob, ne? Na, aber selbstverständlich. Gut. Von Desune, einmal mit dem Betreff, ich mag deine Videos. Okay, du bist so schlecht und deine Stimme nervt. Mach nie wieder Videos, bitte. Danke. Natürlich, immer wieder gerne. Meine Güte, kann ich mit umgehen, ja. Ich bin so schlecht und meine Stimme nervt, deswegen guckt ihr mir gerade alle zu. Mhm. Stimme ich allen zu? Nö, kann ich mit ins Video reinnehmen. Nee, also muss man mit umgehen können. Aber das lassen wir gleich mal. So. Und tschüss. Dankeschön. Dankeschön für die lehrreiche Post. Demnächst bitte aber mit konstruktiver Kritik, ne? So, jetzt von Double Pain, fast wie Double Tooth. Also ich weiß nicht. Jetzt kommen die wahren Leute, die Wahrheit sagen. Betreff Let's Plays. Denn Let's Plays sind total geil. Hier ein Dankeschön, dass du den Kleinen hilfst und dir so viel Arbeit machst. Und viel Spaß damit. Damit du nicht im Dunny stirbst, also im Dungeon. Kronos Segen, yeah! Gott, oh Gott, das kann ich bestimmt gut gebrauchen. Da müsste ich dich glatt mal was fragen. Hau raus. Hat dir heute schon jemand gesagt, dass du schön bist? Natürlich. Ach, ich hab eigentlich halt gehofft, du sagst jetzt nein. Was wäre denn angekommen? Ja, hättest du gesagt nein, hätte ich gesagt, dann hatte ich heute auch noch keiner belogen. Ach, du bist wieder so freundlich zu mir, Bobby. Ja, selbstverständlich. Zu dir doch immer mein Arschbecher. Ach ja, und ich liebe das ja an dem Poru-Post, dass ich mir einfach so verdammt viel Zeit nehmen kann. Ich schreibe auch immer wieder zurück, also so. Danke sehr für den Segen. Ave Maria. Ich werde ihn, denke ich, bei einer längeren Session verwenden. Oder ich benutze die Teile ja gerne, also für die, die es nicht wissen, man kann diese Tränke auch im Hinies Raumzeit verwenden. Was sehr, sehr nützlich sein kann. Wie ich finde. Und ich würde sagen, das ist doch eine Rückmeldung. Okay, YouTube-Name, das muss ich gerade mal dann kurz zensieren, nehme ich an, weil damit das nicht vollgespammt wird. Das klingt irgendwie ein bisschen sehr... Nee, da hat sich jemand kurz seinen YouTube-Namen reingeschrieben und so alles. Ach so. Deswegen... Sorry, T. Von Fun Fighter 2 betreff Hofmanns Eintrittserlaubnis. Unnötiger Kiko. Herzchen. Ich schick dir mal meinen Müll. Mit freundlichen Grüßen, Mega LP. Danke. 11 also, Hofmann Eintrittserlaubnisse. Ob man das wirklich als Müll bezeichnen kann, mag ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Irgendwie konnte ich das gerade nicht rausnehmen. Ich gucke gerade mal. Ja. Jetzt bitte. Dankeschön. I want more Müll. I want more Müll. Ihr habt es gehört, Leute. Müllt ihn zu. Er will all euren Müll. Alles, was ihr nicht braucht. Jeden sämtlichen Quark, was auch immer. Nein, ich hatte ja extra schon gesagt, es reicht mir vollkommen aus, wenn ihr mir einfach schreibt. Das reicht aus. Ja. Ach, gib's doch zu, du willst doch bloß noch mehr Zeug. Gib's doch zu. Natürlich. Natürlich. Gut, jetzt von Mayumi. Versiegelte Eisstatue betreff.
Hey Razer, ich wollte mich einfach mal für deine tollen LPs bedanken. Es macht wirklich Spaß, sie immer wieder anzuschauen. Ich hoffe, du kannst was mit den Eisstatuen was anfangen. Ich würde mich freuen, wenn ich mal also in einem LP dabei sein dürfte. Mach weiter so, mit freundlich Grüßen Mayumi. Das sind 3 versiegelte Eisstatuen vom Eldritsucher-Offizier. Das ist die Sache. Ich glaube, die kann man nur öffnen, wenn man auch die entsprechenden Erhitzer dazu für hat, für das Eldritsucher-Offizier-Set. Ja, und die gibt's momentan nicht mehr. Dennoch ein riesig großes Dankeschön. Ich lasse die erstmal da drinnen liegen. Ein riesig, riesig großes Dankeschön. Wenn du beim LP mitmachen magst, einfach eine PN bei YouTube. Hat Bob ja auch... Wie war es das eigentlich bei uns beiden? Ja, ich habe ja auch über YouTube geschrieben gehabt und dann haben wir halt angefangen, so miteinander zu quatschen. Genau. War lustig. Ja, also Bob kann auch sagen, ich weiß es nicht. Nö, ist ja denn, man will es. Jetzt habe ich ganz viel, also 3 Briefe von Angel Ja, Angel oder Angel Ja, X33, ein kleines Geschenk. Guten Tag, lieber Razer, ich brauche das nicht mehr, weil ich genug davon habe. Viel Spaß damit. Mit freundlichen Grüßen, Fräulein Angel. In Klammern, es kommt noch ein Geschenk. Ich habe hier 13 Zaubersteine. Ich guck mal kurz, ob da auch noch was drin steht. Brauche ich auch nicht mehr. 2 hochwertige Zaubersteine und Eldritstück Blau. So, das letzte Geschenk. Viel Spaß weiterhin, mit freundlichen Grüßen, Fräulein Angel. Ach Gott, Angel, Angel. Angel heißt übrigens einer aus meiner Klasse mit Vornamen. Nicht schlecht. Der heißt, also ist ein spanischer Name, so viel wie ich weiß. Vielen lieben Dank. Ich werde es irgendwie gut nutzen. Mit meinen Grüßen, Esau. So. Ach ja, erzähl mal Bob und so weiter. Also, was gibt's denn schon bei dir Neues? Naja, so wie du siehst, ich laufe mehr oder weniger mit dem bisher, was bisher raus ist von dem Incubus-Set rum. Mhm. Kann ich nur sagen, herzlichen Dank an die 2 Personen, die es mir gespendet haben, Neko und sein Frauchen. Ja. Sehr schön, ja. Ne? Ich zeig dich auch gerade extra. Ein Kreuzknauf habe ich von ihm auch mal bekommen. Oh. Und du siehst ja, ich trage ja immer noch den Schal, den Schwanz und die Armbänder und die Zähne, die ich ja von meiner ach so guten Fee namens Cracky bekommen habe. Mhm. Oh ja, das war lieb. Cody schreibt auch gerade, weißt du, keine Ahnung, aber du bist gerade in Aufen. Ja, die wollte heute kommen, aber bist gerade in der Aufnahme. Ja, ich habe gerade ein paar Tippfehler. Passiert. Und da siehst du, mit dem Monarch der Kälte laufe ich inzwischen auch schon rum. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, wir strecken das gerade mal so schön. Natürlich auch mein schönes Drachenschuppen-Set, was ich mir gestern gebastelt habe. Ja, kann ich auch mal kurz zeigen hier. Da war der liebe Bob fleißig, also der ist auch Level 54 inzwischen. Ja, aber bis zur 60 dauert es leider noch eine Weile. So, für die, die es LP interessiert sind, hier unser Bahn ist im Wachstum, hat Vertrautheit 99%, das bedeutet, der entwickelt sich bald. Das dürften wir dann in der nächsten LP-Folge sehen. Dürft ihr euch drauf freuen. Und jetzt hier weiter eure Post von Funky Stylo betreff Hallo und Hallo Razer, ich finde deine LPs richtig gut. Wollte mal fragen, ob ich mitmachen kann. Würde mich über eine Antwort freuen. Pest, hoffe es schmeckt dir. Habe ich selber gemacht. 28 gegrilltes Fleisch. Oh, lecker, 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 lecker. Da schlägt der Bob bestimmt auch zu, ne? Ach, schau mal einer, guck, wer da ist. Oh, wie, wo, was? Eure Post. Da ist Quapsel, also Cracky. Quapsel! Yeah. I see. Ich habe hier noch Liebeshoroskop und so alles. Muss sie mal ein bisschen ordnen mit der Zeit. Ich hab's, glaube ich, selber noch so eins. Aber jetzt 8 gegrilltes Fleisch dazu. Danke, danke. Ich werde es mir schmecken lassen. Danke. Danke sehr. Ja, Cody schreibt mal wieder. Was schreibt sie? Gut. Weiter geht's hier. Gut. Von Eiswolf 21, bestes LP als Betreff. Hi Razer, ich wollte dich mal fragen, ob ich dir mal helfen. PS, du machst das beste LP ever. Ob du mir mal helfen kannst. mit 6 Cyberbooks-Karten der Unterwelt. Danke dafür.
Heiliger Mutter Jesus. Funky, du hast ja hier auch gelesen, bei dem einen hier, wenn du mitmachen magst, einfach eine private Nachricht an mich bei YouTube mit deiner Skype-Addy. Das gilt für alle, die gerne mal mitmachen wollen im Let's Play. Dann werde ich mir einen Mikrofontest mit euch machen und mir halt einfach mal anhören, wie sich euer Mikro anhört, und dann geht das schon. War das bei uns damals auch? Jo. Klar kannst du mir immer helfen, wenn ich gerade mal unten bin. Ja, durch das letzte Survival und so bist du ja so oder so momentan total ausgelastet. Oh ja, oh ja. Leider, 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 aber ich habe auch sehr, sehr viel Spaß damit. Jetzt von... Ja? Wie lange läuft das jetzt nochmal? Das geht jetzt noch... Samstag ist das Finale. Ach, Samstag ist schon das Finale, na, auch nicht schlecht. Mit Erest, Hideyoshi, Klaes und Kirialstra. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wer den ersten Platz macht. Ich auch, also sind auf jeden Fall alles Top-Leute. Hier eine Nachricht, wo ich schon mal reingeschaut hatte, von Sora Cool, da, von dem kommen auch gleich drei Briefe. Erstmal Betreff, hallo YouTube. Ich weiß nicht, ob du etwas brauchst, aber zumindest etwas. Könntest es ja verkaufen oder so. Und ach ja, deine LPs sind klasse. Nur schade, dass du nicht, dass die nicht so oft rauskommen. Aber trotzdem sind sie gut. Mit freundlichen Grüßen, Sora Cool. PS, ich bin kein Hater. eigentlich war es ja so, dass die eigentlich jeden Tag rauskam. Bis zum letzten Survival, ne, muss man eben schauen. Wenn sobald das vorbei ist, denke ich, werden auch wieder täglich, zumindest alle zwei Tage Let's Plays rauskommen von Elsword, und ihr könnt euch drüber freuen. Kriegen wir bestimmt hin. Und das wird lustig. Das wird auf jeden Fall lustig. Und dabei ist ein Coupon für eine Zeitherrscherwaffe Elder. Da muss ich gucken, was ich das genau mache. Da ich ja jetzt schon Raumherrscher-Sachen habe. Ich wollte gerade sagen, du hast ja auch irgendwie mal was gesagt von wegen Raumherrscher und so weiter, ne? Dass ich weiß nicht, ob man das noch umwandeln kann, die Zeitherrscher-Coupons in Raumherrscher-Coupons irgendwie, dass das wir da irgendwie dran arbeiten. Auf jeden Fall ein riesig großes Dankeschön dafür. Ich sehe es gerade, du rennst ja auch immer noch mit Barrocks Bart rum. Ja klar, mit meinem Bart. Dir wurde ja auch quasi die Aufgabe erteilt, herumzulaufen und zu demonstrieren, dass der Barrocks Bart einfach nur OP ist. Natürlich ist der OP, sonst würde ich ja nicht ständig gewinnen. Weiter von Jokerkur, vielleicht brauchst du das. Sei froh, überhaupt was. Eine Idee, danke! Danke! Yeah. Wie episch. Bist du um eine Idee reicher. Und jetzt noch Eisersnack. Ach ja, hast du vielleicht Eltrite? Nur so eine Frage. Ich hab schon gesagt, ne, es wird nur verlost. Irgendwie. Eltrite habe ich ja. Mehr als genug, so viel wie du meistens zugesteckt bekommst. Ja. Oh Gott, oh Gott. Osmus, Knuddel, Duddel, Wuddel. Okay, wir können Orsus. Siehst du aber sehr spät. Ja, ich bin halt mit meinen Briefen beschäftigt. Und deiner Fanpost. Wie soll ich das denn aussprechen? Chunk, der schon wieder betrifft. Der Chunk mal wieder. Nun gut, dadurch dich ja auch über Kleinigkeiten freust, dann soll das doch kein Problem werden. Aber nicht alles auf einmal ausgeben. Schon wieder ein Idee. Ich habe das Gefühl, du Heiliger Mutter, dass Jesus. Ich bin bald reich, Junge. Ich bin bald reich. Wenn das so weitergeht, wenn bei mir jetzt mehrfach Leute immer nur eine Idee schicken, wagt es ja nicht. Los Leute, spammen die alle mit einem ID zu. Dann habe ich irgendwann ganz schön viele Ideen. Ich bin rein. Aufforderung an alles. Spammt ihn zu mit einem ID. Die Rache kommt noch. Und jetzt von Nymphenschand. Ich weiß nicht, ob das eventuell Nymphenschand ist. Hey Razor, danke für deine wirklich genialen LPs. Ich bin ein riesen Fan deiner LPs. Vielleicht kannst du hier ein paar Zaubersteine gebrauchen. Wenn nicht, dann keine Ahnung. Und wenn du mal jemand für LSP brauchst, sag einfach Bescheid mit Happy Grüßen, Nymphenschan. Danke, danke, danke. Das klingt irgendwie seltsam. Wieso? Nymphe. Das klingt irgendwie nicht gerade sehr jugendfrei. Ach, Bobby, denk doch nicht gleich so. Mensch. Auf jeden Fall 30 Zaubersteine. Claro, wenn du mal mitmachen magst, wie die anderen einfach bewerben. So.
Aha. Und jetzt, meine lieben Leute, jetzt wird Bob geärgert. Jetzt wird Bob geärgert. Ich habe das Gefühl, es wird heute von definitiv noch der Satz von mir fallen, dass ich dich hasse. Jetzt wird Bob geärgert. Ich öffne mal den Briefen, ohne zu sagen, was drin ist. Oh my holy. Was? Oh meine heilige. Fuck you. Gott. Ich war schon neugierig genug, ich muss sagen, als oben da stand im Betreff, was ich konnte, kann ja immer hier oben nachlesen, wenn man was hat und so weiter. Da habe ich ein paar übersprungen. Ich habe ein paar übersprungen, ich Dovi. Also falls du vorhattest, deinen höchstwahrscheinlich eintreffenden Tod herauszuzögern, dann nur weiter so. Ja, wir zögern es gerade heraus, ne? Also, ihr habt vielleicht den Brief schon gelesen, aber die dürfen die Leute hier nicht vergessen. Von Funfighter 2 auch nochmal eine Schabamux-Karte der Unterwelt. Müll, 13 Stück. Dankeschön. So was nennt er Müll? Also ich verstehe nicht, wie man so eine Eintrittsdinger Müll nennt. Ja, noch mehr Müll. Der Rest 12 Anti-Alterasien-Kapseln. Mehr Müll. Das erinnert nämlich daran, dass ich ja gestern mal in der kontaminierten Zone war. Ikitikitikit. Die ist toll, nicht wahr? Ich finde sie einfach nur räudig. Ich meine, wenn der Boss nicht wäre, dann wäre die Zone ja ganz chillig, aber mit so einem Vieh, was quasi eine Mischung aus Hohritter und Runeslayer ist, nee, danke. Vor allem bin ich der Meinung, dass seine Armageddon-Klinge wesentlich weitere Reichweite hat als die vom Hohritter. Ich glaube, die sind eigentlich gleich, aber keine Ahnung. Ich bin der Meinung, die hat definitiv höhere Reichweite. Er muss halt beweisen, er hat den längeren. Ganz einfach. Ah, pfui Deibel. Vor allem der ist noch grün, also da würde ich mir echt Sorgen machen. I hit you with my cock. Pfui Teufel. Ach ja. Jetzt von Piele mit LDSSD als Betreff. Vielleicht liebt dich super, super dolle. Keine Ahnung. Gutes LTOL-LP, was du machst, macht immer Spaß beim Zuschauen deines LPs. Möge dir dieser Würfel dir bei deinem LP helfen. Viel Spaß, Erfolg und Spaß weiterhin bei deinem LP. Ein hochwertiger Ausrüstungswürfel. Vielen Dank dafür. Gleich mal aufmachen. Muha. Ja, ich will wissen. Das sind 6 hochwertige Ausrüstungswürfel. Ach so. Vielleicht finde ich ja feste Schuppen. Vielleicht kriegst du deine ganze Rüstung zusammen, das wert, ja. Ja, Großmeisterzeugs, ne? Aber sind bisher, mehr elitäre Sachen. Wieder elitär? Wieder elitär? Mal Sachen wegwerfen? Willkommen. Ich bin mal gerade so böse. So, weg damit. Ach ja, Bob. Ist das schön, dich dabei zu haben. Stimmt, mir fällt ja gerade auf, dass du auf deinem LP-Char gar keine Cash-Shop-Zeug hast, mit Ausnahme des Plasmaschmerzes, was du mal bekommen hast. Ja, kein Avatar-Zeugs. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Von Kerial. Hier ist ein kleines Geschenk meinerseits für das tolle Let's Play. Die Kämpfe im Let's Battle sind auch sehr aufregend und auch das Survival macht großen Spaß. Ich hoffe, dieser Coupon wird dir etwas nützen. Ich wünsche dir noch viel Spaß und Erfolg auf deinen Wegen und hoffe, dass ich dich dabei unterstützen kann. Mit freundlichen Grüßen, Kerial. Und ich habe jetzt meine Coupon für Raumherrscher-Fäustlinge Altera. Yes. Yes. Danke, Kerial. Gott. Ab welchem Level war denn der Altera nochmal? Altera ist 30. Achso, dann könntest du den ja quasi schon tragen. Ob sich das nicht ein bisschen mit deinen Besmer-Schuhen beißt? Nee, die muss ja nur upgraden dann. Dafür bräuchte ich nur Raumkristalle und ob ich jemals mit meinen LP-Scharre irgendwann dazu komme. Auf jeden Fall vielen, vielen großen Dank an dich, Kerial. Ich schreibe dir auch mal kurz zurück. ich will ja nicht so sein, ne? Ach, ich bin ja sowieso mal gespannt, wann wir mal unter Umständen nochmal die Secret Dungeons zeigen können, beziehungsweise zumindest den ersten. Ja, müssen wir auch einfach mal schauen, dass wir eigentlich mal so ein bisschen Secret Dungeons zeigen, ne? Danke mit Herzchen! Was? Also ich glaube, der einzigste Secret Dungeon, in dem ich bisher noch nicht war, war die Halluzination von Belda.
Und der ist aber cool. Der ist unglaublich cool. Ich glaube, das war ja bisher der letzte Secret Dungeon, oder? Bisher ja, aber es kommt in Hamel, glaube ich, kommt noch einer. Mal überlegen, warte mal. Also, Untergrundlabor, Unterwelt. Moment, kam nach der Unterwelt die Kontaminierte? Weiß ich jetzt ja nicht. Ja doch, ich glaube, dann kommen Kontaminierte und dann kam bloß Halluzination von Belda. Oder habe ich jetzt ihn vergessen? Nee, eigentlich nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Nein, keine Sorge. Aber jetzt wird Bob geärgert. Jetzt wird Bob geärgert. Irgendwann hau ich ihn dafür noch definitiv eins auf die Nase. Auf jeden Fall. Ich lese mal den Brief vor. Trau deinen Augen. Ja, das habe ich dir wirklich geschickt. Hatte irgendwie einen guten Tag und da ich deine LPs sowieso mag, wollte ich dir einfach mal was Tolles schenken. Hoffentlich werden dich deine Zuschauer darum beneiden. Bin auch auf die Kommentare gespannt. Mach einfach weiter so. Vielleicht gibt's irgendwann nochmal was Tolles. Liebe Grüße und so. Vielen, vielen, vielen... Oh Gott, ich muss das schreiben. Vielen, 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 vielen. Schöner, das herauszögert, mir zu sagen, was er da jetzt schon wieder in den Hintern geblasen bekommen hat. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich hab's dann auch gemeint, ja, dass ich mit kleinen Dingen zufrieden bin. Ja, vielleicht ist es ja auch klein. Zumindest was die Größe angeht. Aber wow. Danke sehr. Ich denke, du hörst gerade, wie happy ich bin. Also wenn du schon von kleinen Größen sprichst, mache ich mir langsam Sorgen. Also zumindest, wenn du später das Video siehst. Ist mein Kissen Laser. Nein. Ein. Fassungsloser Razor. Und jetzt wird Bob jetzt wird Bob noch nicht geärgert. Ich hab grad noch was bekommen. Gleich, das hebe ich mir auf bis zum Schluss. Von Syras, Hallöchen Razor, ich wollte dir einfach mal etwas schenken und ich hoffe, es gefällt dir. Eine Krähenbandenjacke, ja! Die kann ich gebrauchen, die kann ich direkt anziehen gleich. Und da kommt noch was und wow und cool und yeah. Danke. Kriegst du jetzt aber noch mehr Post geschickt oder was? Ja, gerade irgendwie schon. Die ziehe ich gleich an. Und was kriege ich noch? Hier noch ein kleines Geschenk. 10 unbekannte Eltern. Oh cool, ach ja. Danke sehr. Kam genau richtig. Also, der Zeitpunkt war perfekt. Kommst gerade. Genau richtig für die Horopost-Aufnahme und um Bob zu ärgern. Habe ich schon gesagt, wie sehr ich dich hasse? Ich hab dich auch lieb. Ja, ganz toll. Mit so. Küsschen, ne? Oh ja, oh ja. Und jetzt wird Bob geärgert. Dam da da dam da da dam da da dam dam da da dam da da dam da da dam dam da da dam da da dam da da dam 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 da da dam dam. Guck mich an. Guck mich an. Ui, toll. Du hast Hörner des Wasserdrachen bekommen. Jaha. Jaha. Ui, toll. Er versucht gerade nur, das mal zu unterdrücken. Eigentlich nicht, weil das Wassermeister hätte mich eigentlich im geringsten überhaupt nicht interessiert. Ach, Bob, jetzt sei nicht so. Das ist so toll. Also richtig hättest du mich ärgern können, wenn du jetzt, keine Ahnung, das gesamte Set geschenkt bekommen hättest. Dann hättest du mich vielleicht ein bisschen geärgert, aber ansonsten... Also wenn ihr Bob ärgern wollt, ihr habt es gehört. Naja. Gott. Ja, ich warte ja trotzdem noch, dass du gesagt, der Rest vom Schatten-Inkubus-Set rauskommt. Mal gucken, ob ich den Rest auch noch zusammenkriege. Oh ja, oh ja. Aber so, für den Set-Effekt, den kompletten, würde mir ja nur noch wenigstens die Frisur fehlen, aber die gibt's ja noch nicht. Kommt alles noch. Und ich glaube, dann gibt's ja, glaube ich, noch Schwert, genau. Flügel und noch so eine Puppe oder irgendwas in der Richtung. Feso. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall an alle, die gerade zugeschaut haben, an alle, die mir die Post gesendet haben. Ich bedanke mich bei Bob dafür, Null Probleme. Dass er sich so
ja, ich sag trotzdem, ärgern lassen hat. Wir haben ihn trotzdem sehr, sehr schön auf die Folter gespannt. Und da ist Quapsel. Ja. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal bei eurer Poropost, ne? Ich freue mich drauf. Also, bis dann.